Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Allerdings, heute werden wir wieder ein Riesenstück vorangehen. Ich wollte einmal ganz kurz gucken, was wir so alles noch bauen können hier. Wir brauchen den Schildgenerator. Und noch einen Wärmereaktor. Der Schildgenerator, Polyanilin, das ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Wärmereaktor brauche ich noch, damit wir halt ein bisschen mehr Energie haben. Wir müssen auch nicht die ganze Zeit die Dinger aufladen. Dafür brauchen wir Kyanid. So viel zu tun hier, so viel zu tun. Wir sind, glaube ich, dabei jetzt. Was haben wir hier alles drin? Krebstiefenmodul 1, ne? Stimmt, für 2 brauchten wir, glaube ich, Kyanid. Genau, das heißt. Wir legen jetzt unsere Sachen ab. Es ist nicht ablegen. Wir legen jetzt unsere Sachen ab und gehen mit Herbert runter. Wir sollten ihn auf jeden Fall nochmal reparieren. So, wir können jetzt 1300 Meter tief gehen. Ich würde aber ehrlich gesagt ganz gerne noch auf jeden Fall das Tiefenmodul 2 einbauen. So, wir brauchen 4, 8, mindestens 12 Kyanid, ne? Okay, jetzt muss ich nur den Weg finden darunter. Muss in die Richtung. Und dann war das nach links, ne? Schubdüsen würde ich auch gerne noch bauen. Einfach, damit wir leichter vorankommen. Ich glaube auch, dass mit Herbert hier lang zu gehen auf jeden Fall schneller geht. So, hier sind die Pilze, die werden wir später noch einsacken. Aber momentan brauchen wir sie halt noch nicht. Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, für unsere Maschine da reinzugehen. Deswegen tun wir es einfach mal nicht. Ja, wir sind jetzt einfach nur hinter dem Kyanid her. Ui! Wir sind ganz schnell unterwegs gerade gewesen. Gut, dass ich hier die Kameras habe. Die weisen mir zumindest ein bisschen den Weg. Ihr wisst ja, meine Orientierung ist nicht wirklich die beste in Spielen. Wenn ich jetzt hier irgendwo in Real Life einmal rumlaufe, kenne ich mich da schon aus, weißt du? Aber wenn ich in einem Spiel irgendwas mache. Kannst du vergessen. Da finde ich den Weg nie wieder. Keine Ahnung, das ist ganz seltsam. Ich bin total orientierungslos in Spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wobei ich eigentlich eine gute Orientierung habe. Das ist halt das Seltsame daran. Aber wir sind ja richtig schnell unterwegs, wenn wir seitwärts laufen. Okay, wir laufen. Ach, wir sind ein Krebs, klar. Logisch sind wir schnell, wenn wir seitwärts laufen. Titan brauche ich nicht. Okay. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Was ich allerdings weiß, ist, dass sonst schnell die Batterie ausgehen wird. Oh, fuck. Ah. Okay. Oh, kann ich auf dir landen? Ich hoffe, du bist jetzt nicht böse. Okay, wir sind richtig. Ich hoffe nur, dass ich wieder hochkomme. Da müsste ich. Bin ja nicht doof. Ich hoffe auch inständig, dass diese Batteriesauger nicht an mich rankommen. Weil unsere Batterie ist eh schon echt scheiße. Oh. Euch habe ich vergessen. Ich habe vergessen, dass ihr hier rumlungert.
Fuck, 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 fuck. Oh. Alles in Ordnung. Ich dachte schon, unsere Maschine geht hier kaputt. Jetzt habe ich eine Motte drin. Mr. Flauschig! Motte! Du warst für dein Geld. Und dein Essen. Bin ich hier lang? Hä? Müssten wir jetzt nicht schon längst da sein? Ich kann nur auf 1300 Meter Tiefe. Müsste ich jetzt nicht schon längst da sein? Kommt, Jungs, verzieht euch. Ich habe jetzt schon kaum Energie. Oh nein. Vielleicht hätte ich doch mit Bertha hier runtergehen sollen. Das ist Kyanid. Ich weiß nicht, was der Seedrache mit uns macht, wenn der uns erwischt. Hoffen wir einfach das Beste. Hallo? Krieg ich kein Kyanid? Hä? Kyanid? Wow. Wirklich das letzte bisschen. Ein Kyanid? Du willst mich hier verarschen, oder? Zwei Kyanid. Ja, gut. Okay, ich brauche drei von diesen Dingern. Du Scheiße. Dann suchen wir mal. Da, oh, da sind ganz, ganz viel Kyanid-Dinger. Kann ich überhaupt so tief gehen? Ja, hoffentlich machen wir nicht so viel Lärm, dass der Seedrache zu uns kommt und sich denkt, oh, yum, yum, yum. Verzieh dich, Junge. Mach die kaputt. Sag mal, schießt der auf mich? Der will Stress. Ja, komm her, Mann. Komm her, wenn du Stress willst. Ich hoffe, du bist tot. Macht er hier einen auf Dingen? Ich glaube, es geht los. Ich habe noch kein einziges König daraus bekommen. Es ist weg.
Habe ich echt kein Kyanid rausbekommen? Gar nichts? Ist es nicht mehr runtergefallen oder so? Wow, echt. Okay. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Keine Ahnung, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob das Ding einfach nur verbuggt war. Weil die letzten vier Dinger müsste ich ja nicht bekommen. Vielleicht war der Rest einfach nur im Berg drinne. Da. Zwei Kyanid. Und hier sind nochmal zwei. Na gut, dann müssen wir jetzt noch einen abbauen. Okay. Dann halt nicht. Oh, da liegt ein Ei. Oder eine Leiche. Das Gold. Oh. Gut zu wissen, dass wir ja auch Gold haben. Aber da will ich ehrlich gesagt nicht hin. Ist mir ein bisschen zu nah am Seedrachen dran. Scheiße, Mann. Ach da, oh, ja. Nicht gut. War hier nicht gerade auch was? Ja. Super. Dann nehme ich den. Ach, der war das. Okay, alles gut. Ich hätte den Kyanid, den wir in der Basis hatten, mitnehmen sollen, ne? Eigentlich brauchen wir noch Reserve. Ich muss eigentlich so viel Kyanid mitnehmen, wie es geht. Ich weiß nicht, ob ich für die Rakete noch irgendwas brauche. Habe ich davon Bilder gemacht? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich erst nachher im Bertha gucken. Wenn wir im Bertha drin sind, gucken wir mal, ob ich Bilder auf meinem Handy habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Ich muss eigentlich meinen ganzen Laderaum voll machen, ne? Da hinten ist er, ich habe ihn gesehen. Ich darf nur nicht zu viel riskieren. Zieh ich. Er ist nicht tot, er ist nur abgehauen. Diese Gegend macht mich wahnsinnig. Nein, ich krieg wieder nichts raus. Verzieh dich, Mann. Ein Kyanid rausbekommen. Was ist das? Kristall? Ah, Quarz meine ich ja. Geht da tatsächlich noch die... Ich könnte mich da unten langschleichen, oder? Rein theoretisch.
am Seedrachen vorbei. Wenn ich mit dem Kyanid quasi den nächsten abbaue. Vielleicht komme ich sogar da unten mit Bertha lang. Merken wir uns einfach mal, dass es da noch weiter runter geht. Ich könnte mich hier auch vorbeischleichen. Am Rand entlang. Okay. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal kurz zurück. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht bewegen, Zero. Nicht bewegen. Verschwinden. Ich baue definitiv erstmal das Tiefenmodul 2. Dann können wir nämlich noch weiter tiefer runter. Und da entlang. Und wenn wir das Wärmereaktor-Ding für Bertha gebaut haben, können wir auch hier runter. So näher ran. Leute, macht nicht so einen Lärm. Oh, Kyanid. Ja. Ganz kurz mal reparieren. Oh, ist das anstrengend hier unten. Eigentlich war Subnautica ziemlich entspannt. Bis zu diesem Zeitpunkt. Aber jetzt ist das ein bisschen... Bisschen... Ich hoffe, dass ich es schaffe, mit Bertha mich hier durchzuschleichen. Wir werden auf jeden Fall so langsam wie möglich fahren. Nicht hupen. Und dann gucken. Und da unten ist noch mehr Kyanid. Sehr schön. Wir werden hier versuchen, uns durchzuschleichen. So, das ist die letzte Kyanid-Staude und dann gehen wir zurück. Falls wir nicht unterwegs noch mehr Kyanid finden. Wohlgemerkt. Aber ich denke mal, das wird für all unsere Modifikationen reichen. Hoffe ich zumindest. Und wir brauchen noch ein bisschen Reserve für zu Hause. Falls wir da irgendwas mit Kyanid bauen müssen. Ich weiß es nämlich nicht. Ich möchte nämlich nicht den ganzen Weg hier runter nochmal machen müssen, weil ich Kyanid vergessen habe. Okay, auf geht's. Rückzug. Jetzt geht uns so irgendwann noch die Energie unten aus. Ich weiß, wir haben noch 77, gerade waren es noch 78. Aber... Sowas geht schneller leer, als man denkt. Wir haben ja allein schon 20% gebraucht, um hier zu kommen. Und was zur Hölle ist da gerade verschwunden? Hier war doch gerade da. Was ist denn das? Achso, Map-Design. Ach, guck mal, unser Radar reicht bis hier unten. Also rein theoretisch hätten wir auch Kyanid finden können, oder nicht? Naja. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und dann können wir nämlich gleich mit Bertha hier runter.
Ernsthaft? Zum Glück bist du hier oben gelandet. Ja. Nicht dein Ernst, Junge. Ich mach dich gleich kaputt. Nervensäge. Nervensäge. Ist jetzt am Start. Hopflos ab, Junge. So, wir behalten mal die Zecke da dran und werden dann mit ihm in Bertha reinsteigen. Mal gucken, was passiert. Will noch mehr zu mir? Hm? Ich fühle mich irgendwie schwerer. Ist das möglich? Ja, vielleicht springt er auch von alleine ab, wenn wir ins kältere Biom kommen. Oh, bitte, bitte, jetzt nicht. Nicht jetzt, nicht jetzt. Hol mich jetzt hier nicht raus. Glück gehabt. Bist du noch dran, Kollege? Ja, bist ein hübsches kleines Viech. Du bist jetzt mein kleines Haustier. Ich nenne dich Ingo. Ingo, komm. Wir gehen jetzt zu Bertha. Sie wird dich auffressen. Okay, da auch ein bisschen. Ja, super. Gut getroffen, Zero. Bertha ist da oben. Ich glaube aber, wir sind hier richtig, ne? Wir laufen quasi einmal im Kreis. Oder muss ich da entlang? Keine Sorge, Ingo, wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir zu Hause. Halt's Maul. Bastard. Es reicht. Ich wehre mich jetzt. Jetzt ist der da oben. Da will ich doch hin. So. Okay. Solange der Hans Dieter da. Nee, das ist unser Raumschiff. Ihr wisst schon, der andere Hans Dieter halt. Solange der Penner da nur rumfleucht, will ich da gar nicht erst hin. Komm, seitwärts laufen. Steck in den Pilzen fest. So. Als Krebs, ne? Seitwärts laufen. Wir haben es geschafft. Wir haben es mit dem Kyanid hergeschafft. Aber ich glaube, Ingo ist weg, oder? Ne, ich höre ihn noch. Alles gut. Ingo ist noch da. So, Momentum und zack. Wie viele von den Rochen hier sind? Ist das hier Alpha-Rochen oder was? Das Ding hier. Ich glaube nicht, dass das ein Rochen ist. Das ist eine Pflanze. Man weiß ja nie. Ist ja ein Alien-Planet, ne? Vielleicht kommen Rochen aus einer Pflanze raus. Da ist die Bertha. Zu Hause. Wir haben es geschafft.
Mit dem Kyanid. Wir können jetzt alle Upgrades kaufen, die wir möchten. Nice. So, wir tun Bertha hier auf jeden Fall erstmal rein, weil wir A, Ingo erstmal gucken können, was Ingo macht. Und B, zum Aufladen. Ingo ist weg. Ingo. Okay, holen wir erstmal alles raus hier. Ja, ich vergaß. Kann ich hier irgendwie drauf zugreifen? Ich wollte nicht einfach. Ach ja, es war hier verbuggt. Ingo, da bist du ja wieder. So, alles mitnehmen. So, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, ab zu Bertha. Dann können wir da direkt auf was trinken gehen. Und dann machen wir die Upgrades fertig. Aber das erst in der nächsten Folge, Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.